Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Und heute, wie ihr unschwer erkennen könnt, gibt es mal wieder ein Car Talk. Und ja, in der Überschrift habe ich es ja bereits geschrieben. Es geht um das Thema Alkohol und Drogen bei DJs. Ja, Alkohol und Drogen, das ist ein ganz großes Thema in Diskotheken und es gibt ja auch immer wieder Razzien und so ein Kram, lest man immer mal wieder in den Medien. Und allgemein ist auch beim Volksmund so ein bisschen die Stimmung bzw. die Meinung, dass DJs ganz oft ja drogenabhängig sind und anders würden die das ja gar nicht durch die Nacht schaffen. Aber ich möchte euch da einfach mal so ein bisschen meine Eindrücke sagen, die ich in den letzten Jahren erlangt habe und auch meine persönliche Meinung dazu sagen. Also ich persönlich, fang mal mit meiner persönlichen Meinung hier an, finde Alkohol und Drogen haben weder was in einer Diskothek beim DJ zu suchen, noch draußen in der Öffentlichkeit in rauen Mengen. Ja, also ich bin einfach nicht so der Freund von, ich gebe mir total die Kante und fall dann hier im Eck rum und weiß am nächsten Tag nichts mehr. Ich finde es einfach scheiße, weil ich meine, was bringt mir das? Das bringt mir überhaupt nichts. Ja, ich habe A, einen Arsch voll Geld ausgegeben, um überhaupt an Alkohol zu kommen. Und B, habe ich dann noch das große Problem, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, was ich gemacht habe unter Umständen. Und jetzt mal ehrlich, Leute, das ist doch total scheiße. Ja, wenn ich mit einem netten Mädel geflirtet habe oder so, dann ist es doch schön, wenn ich mich am nächsten Morgen auch noch dran erinnern kann. Und das ist so meine persönliche Meinung, was das Thema Alkohol und Drogen angeht. Deshalb, ich selbst trinke Alkohol, wenn dann eigentlich nur zum Genuss. Also sprich wirklich, ich mache mir dann eine Flasche Wein auf und trinke mal ein Glas Wein oder auch mal einen Cocktail oder so zum Genuss im Sommer irgendwo in einer kleinen Bar, finde ich das immer toll. Oder wenn ich im Club auflege, dann habe ich es auch oft gemacht, dass ich vorher einfach an die Bar bin und habe mir ein Bierchen geholt oder auch mal einen kleinen Schnaps, einfach so als Beginn des Abends, ja. Aber das war es dann auch und das ist auch mein einzigstes alkoholisches Getränk, wenn ich auflege. Also dann trinke ich einmal vorher ein Bier oder sowas und das war es dann. Ansonsten trinke ich persönlich während dem Auflegen nichts. Was auch einfach daran liegt, dass wenn ich mehr getrunken habe, meine Qualität leidet. Und ihr wisst, ich bin ein Verfechter von guter Qualität und achte bei allem auf Qualität, bei meiner Musikanlage, bei meinem ganzen Equipment, bei meinem Auftreten gegenüber meinen Kunden. Ja, und dann haue ich mir die Birne weg. Also das passt ja irgendwo nicht zusammen. Und deshalb verzichte ich weitestgehend auf Alkohol beim Auflegen. Ich bin auch einfach mal gespannt, was ihr darüber so denkt. Wie geht ihr mit dem Thema um? Trinkt ihr ein, zwei Bierchen oder habt ihr auch schon mal so einen Abend gehabt, wo ihr wirklich als DJ aufgelegt habt und exzessiv getrunken habt? Also ich kann mich daran erinnern, ich habe sowas natürlich auch in meiner Laufbahn mal durchmachen müssen. Ich denke, jeder, der jetzt sagen würde, ich habe noch nie beim Auflegen was getrunken und ich habe auch noch nie zu viel zu tief ins Glas geschaut, der wird wahrscheinlich sich selbst belügen. Ich denke schon, dass jeder das mal gemacht hat. Auch bei mir war das so und das war auch bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also wenn ich auflege, werde ich nie wieder so viel trinken. Denn das bringt einfach nichts, ja, und macht den Abend kaputt. Und es war tatsächlich auch ein Abend in Karlsruhe. Damals war ich Resident in einer relativ großen Diskothek in Karlsruhe und habe dann da auch ziemlich viel getrunken. Musste dann auch in Karlsruhe im Auto schlafen, war ein bisschen unbequem, aber mir war durchaus bewusst, dass ich so nicht heimfahren kann. Also habe ich es auch nicht getan. Und ja, insgesamt hat mein komplettes Set darunter gelitten und der Diskothekenbetreiber hat auch damals gesagt, Stefan, ich weiß, du trinkst eigentlich nicht viel, aber sei so gut und wir lassen das dabei und du wiederholst das nicht. Ne?
Ist klar, ja, das ist auch für einen Diskothekenbetreiber dann natürlich doof, wenn er seinen DJ da voll in einer Kanzel liegen sieht. Wobei er mich natürlich noch gefragt hat, wie das geht, dass ich so viel trinke und auf meiner Liste nichts drauf stand. Ich habe das halt damals auch von Freunden und Bekannten ausgegeben bekommen. Und das ist halt natürlich auch immer tückisch. Und da muss man als DJ dann auch ganz klar Nein sagen können. Also wenn mir auf einer Party jemand anbietet, mir was zu trinken zu kaufen, dann sage ich immer, okay, hol mir einen Red Bull oder hol mir eine Cola oder hol mir ein Wasser. Und dann stehen die mal da und denken, wie, kein Alkohol? Ja, nee, ich mache ja eine Musik von euch und wollt ihr, dass ihr nur noch scheiß Musik hört und schlechte Übergänge und so? Das ist natürlich nicht das, was die Gäste wollen. Und das versteht dann eigentlich auch jeder und sagt dann, ah, okay, cool, ja, ich hol dir eine Flasche Wasser oder so. Also das sind so meine Erfahrungen. Aber ich muss auch sagen, ich habe in den letzten paar Jahren auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es ganz viele DJs gibt, die ähnlich denken wie ich, was das Thema angeht. Also ich kenne natürlich auch die DJs, die sich völlig auf einen anderen Planet schießen, aber ich kenne mittlerweile auch sehr, sehr viele DJs, die das wirklich ganz genau so handhaben und darauf achten, dass sie während im Auflegen kein Alkohol trinken. Und ich meine, auf das Thema Drogen will ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen, weil, hey, das ist selbsterklärend, ja. Also, dass ich als DJ mich nicht hier voll kokse oder so. Generell bin ich dahingehend natürlich auch sehr, sehr negativ eingestellt. Aber das ist ein Thema, das brauche ich hier eigentlich gar nicht zu diskutieren. Ich bin jetzt aber mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare rein, wie ihr mit dem Thema Alkohol beim Auflegen umgeht. Trinkt ihr auch mal ein Gläschen oder trinkt ihr auch mehr? Und sagt ihr, oh, wenn ich keine 4, 5 Cola, Cognac oder so Intus habe, kann ich gar nicht auflegen. Die Leute soll es ja auch geben. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann drückt doch bitte hier auf den Abonnieren-Button. Und ja, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann geht's hier direkt zum nächsten Video. Ciao und bye bye, bis zum nächsten Mal.